Wenn man den Namen Reinhold Beckmann verschiedenen Menschen sagt, dann hat er die Kraft, ganz verschiedene Bilder bei denjenigen zu wecken. Und wenn ich das meinem Vater beispielsweise sage, Reinhold Beckmann ist bei mir im Interview, dann leuchten die Augen und es kommen direkt Bilder von Fußball im Kopf. Dann gibt es wieder andere, die haben direkt Interviewsituationen. Meine Schwiegermutter beispielsweise gestern, da erinnere ich mich an Beckmann, das habe ich damals immer gern geschaut. Und dann gibt es wieder andere, die haben direkt Klänge von Musik im Ohr. Aber darum soll es uns heute nicht gehen, sondern um noch eine andere Facette des Werkes von Reinhold Beckmann, nämlich das Thema Bücherschreiben. Und da freue ich mich sehr, dass ich in den nächsten Minuten mit Reinhold Beckmann darüber reden darf, über das Buch Enne und ihre Brüder, und sage Hallo, Reinhold Beckmann. Ja, moin moin. Herzlichen Dank, dass ich hier eingeladen bin. Ja, ja, sehr gerne. Wir haben es ja mit Enne und ihre Brüder mit einem sehr persönlichen Buch zu tun. Das steht ja auf dem Cover auch drauf. Es ist die Geschichte meiner Mutter als Untertitel. Mhm. Und gekommen ist es zu dem Buch ja mit der Situation, dass ein Schuhkarton dir übergeben wurde mit Briefen von den Brüdern von Enne, die alle im Krieg gefallen sind. Mutmaßlich, man weiß es leider nicht von allen ganz genau. Mhm. Und den Worten, mach was draus. Ja, das war so, dass der Schuhkarton immer bei uns zu Hause in einer bestimmten Ecke zu finden war. Auf dem Schuhkarton stand Adidas Brasilia. Das war der Schuhkarton der Fußballschuhe meines Bruders. Der hatte schon Stollenschuhe. Ich spielte noch in Adidas Uwe, spielte in Gumminoppen für 19,90 Mark. Und in diesem Schuhkarton befanden sich die ca. so 90 bis 100 Feldpostbriefe meiner vier Onkel, die ich ja nie kennengelernt habe. Mhm. Und das war immer so ein kleiner geheimnisvoller Ort. Ich habe mal drin rumgeblättert oder geschnüffelt und konnte aber vieles nicht entziffern. Erstmal, weil es sehr krackelig geschrieben war, unter schwierigsten Umständen, dann im Schützengraben, wie ich jetzt auch aus manchen Briefen erfahren habe. Aber es war in Sütterlin geschrieben. Und wer kann schon Sütterlin? Und dankenswerterweise hat dann der Volksbund mir geholfen jetzt und hat gesagt, komm, wir haben da eine professionelle Abteilung, da musst du dich jetzt nicht mit abquälen, wir werden das übersetzen für dich, weil wir möchten dich auch unterstützen, wenn du dieses Buch schreibst, und das war eine große Hilfe. Mhm. Also das ist ja auch ein großes Vertrauen. Du sagst, der Schuhkarton, der stand da immer, und was war das aber für ein Moment, als sie den wirklich genommen hat und dir übergeben hat? Ja, es war eigentlich immer klar, dass ich den dann irgendwann bekomme. Ist Ende 2019 gestorben mit 98 Jahren. Mhm. Und es war klar, du kriegst den Schuhkarton und du musst jetzt irgendwie was draus machen. Behüte ist gut. Es war vorher schon klar, muss ich dazu sagen. Ich hatte auch den Finger gehoben. Und mein Interesse an der Geschichte war groß. Meine Brüder haben sich auch dafür interessiert, aber nicht in dem Maße vielleicht. Und bei mir war es auch verbunden, das Schicksal damals mit der Kriegsdienstverweigerung. So hieß das ja noch in den 70er Jahren. Man musste ja noch richtig vor Gericht gehen und sich erklären und verteidigen, um Zivildienst machen zu können. Und da habe ich die Geschichte, diese Verlustgeschichte meiner Mutter, auch in den Vordergrund gestellt in der Begründung. Und ich kann mich noch erinnern, bei der ersten Verhandlung, als ich dann nach Hause kam, ich war nämlich durchgerasselt, war meine Mutter sehr tröstend, hat noch mal ein bisschen Reibekuchen mit einer Extraportion Apfelmus gemacht, dann haben wir noch darüber diskutiert, wie das dann weitergeht, und dann habe ich Widerspruch eingelegt und dann in der zweiten Verhandlung bin ich dann anerkannt worden und konnte Zivildienst machen. Ah, und was glaubst du, warum das Interesse bei dir für das Thema größer ist als bei deinen Brüdern? Ja, ich war natürlich derjenige, der so ein bisschen politisch mit 15, 16 anders dachte. Ich war, glaube ich, so ein, was man dann so ist, wenn man da nicht links ist, dann ist man auch verkehrt, finde ich immer so in der Phase des Lebens. Ich war total geprägt durch den Vietnamkrieg und all das, was dann später in Chile passierte, und las auch in der Schule dementsprechende Literatur und war ganz klar, ich wollte verweigern. Mhm. Und die Familiengeschichte selber, vier Brüder meiner Mutter, die nicht zurückgekommen sind, also das wollte ich in den Vordergrund stellen, zum Thema machen, war ganz klar, ja. Was hattet ihr für ein Verhältnis, du und deine Mama, zueinander? Ja, wir hatten ein sehr liebevolles, offenes Verhältnis miteinander. Sie war von einer Toleranz, die wirklich bemerkenswert war. Also man muss dazu sagen, trotz dieser vielen Verluste, trotz des vielen ungelebten Lebens bei uns in der Familie, hatte meine Mutter so eine Offenheit, so eine
Zugewandtheit zu anderen Menschen. Wenn ich irgendwie ein paar verrückte Vögel mit nach Hause gebracht habe, dann war sie immer ganz neugierig und hat sie alle willkommen geheißen. Das war wirklich die große Qualität von Anne. Sie war nicht verbogen, sie war nicht zynisch. Und man hätte das ja durchaus vermuten können, wenn man so viel verloren hat im Leben. Mutter starb im Wochenbett, angesteckt durch den Zwillingsbruder ihres Vaters, der eine TB aus dem Ersten Weltkrieg mit nach Hause brachte. Ihr Vater starb dann, da war sie gerade mal 4 Wochen in den Folgen des Ersten Weltkriegs. Also so viel verlorenes, ungelebtes Leben, da kann man eigentlich schon mal von der Spur kommen. Irgendwie Mutter ist es gelungen, irgendwie so was Unverlierbares in sich zu haben, Unverlierbares zum Guten. Und das ist das, was ich an ihr heute noch immer so sehr schätze. Und wir hatten irgendwie ein besonderes Ding, Mutter und ich. Wir hatten viele Gemeinsamkeiten des Denkens, ja. Was glaubst du, was der Grund dafür ist, dass ihr das gelungen ist, nicht zynisch zu werden bei all den Verlusten, die du auf das weißt? Habe ich mich oft gefragt. Also eigentlich ist es ja so, dass ihr vieles nicht mitgegeben wurde. Also sie hatte keine Chance, sich zu bilden zum Beispiel. Nach 13 war Schluss mit der Schule. Ja, ja. Wenn ich dieses Bild sehe, was auch im Buch auftaucht von Enno und ihre Brüder, wo sie da steht und diese kleine Minitafel ihr zu Füßen liegt, wo drauf steht, mein letztes Schuljahr, da steht dann ein kleines Mädchen vor mir und nicht eine annähernd erwachsene Frau, überhaupt nicht. Also keine richtige Schulbildung, keine Möglichkeit, eine richtige Berufsbildung, einen Lehrberuf zu machen. Die wurden dann weggeschickt zu einer Familie auf dem Land, wo sie auf die Kinder aufpassen sollte und in der Küche helfen sollte. Danach, 2 Jahre später, ging es zum Bauern, in der Ernte zu helfen, weil sie körperlich da schon stabiler war, in der Hoffnung, dass vielleicht der gleichaltrige Bauernsohn sich in meine Mutter verliebt, was auch der Fall war, aber sie wollte nicht. Dann wäre die Partie also gelaufen und so. Und dann, das muss man sagen, das war ihre größte Stärke. Sie hat sich nicht in dieser Zeit des Krieges irgendwie verführen lassen, zu früh ihr einfach sich zu entscheiden und sagen, ich warte lieber und finde meinen Platz im Leben. Und ja, sie hatte, glaube ich, ein gutes Herz. Sie hatte einfach ein gutes Herz. Ja. Hat da Religion auch eine Rolle gespielt? Also es ist ja, wird ja ein Kapitel, trägt ja auch den Namen zwischen Kreuz und Hakenkreuz, glaube ich, so mehr oder weniger. Und wir lernen ja auch sehr viel, nicht nur über Enne und ihre Brüder, sondern eben auch über den Heimatort Wellingen-Holzhausen und wie die Bewohnerinnen mit den verschiedenen Stationen, die der Nationalsozialismus, die Arisierung mitgebracht hat, umgegangen sind. Also einmal die Kirche, die immer wieder gesagt hat, nein, wir wollen hier nicht irgendwas sühnen oder Rache oder sonst was, aber dann auch andere Personen, die da viel Zeit in die Erziehung, in die nationalsozialistische Erziehung der Kinder im Dorf stecken. War sie da im Zwiespalt oder war sie immer auf einer Linie, was ihre Meinung zum Nationalsozialismus anbelangt? Ich glaube, dass dieses kleine Dorf, und das steht beispielhaft für viele andere kleine Dörfer in Deutschland, ja in einem Punkt bemerkenswert war. Durch die Gottesfürchtigkeit war es so, dass die Menschen sich dort für Politik gar nicht so interessiert haben, sondern es gab ganz klares Gesetz und das war alles, was von der Kanzel kommt. Das ist wichtig und dem folgen wir. Der Dorfarzt, ein gebildeter Mann, Dr. Große Schönebau, der hat das ja formuliert, Wellingen-Holzhausen ist nicht katholisch. Nein, Wellingen-Holzhausen ist sehr katholisch. Die haben alle Zentrum gewählt. Als in Deutschland schon fast in jedem Ort die Nazis irgendwie mit ihrer NSDAP irgendwie die Mehrheit hatten, waren die immer noch zentrumstreu. Weil das war die christliche Partei. Und das ist das, was mich dann am Ende auch natürlich jetzt bei der Recherche nochmal nachträglich enttäuscht hat, das Verhalten der katholischen Kirche. Denn die Chance wäre gewesen, weil die katholische Kirche hat den sozialen Zusammenhalt gestellt und dafür gesorgt, dass die Leute irgendwie versorgt waren. Und sie haben diese Bedeutung nicht genutzt. Sie haben sich in den Schoß der Nazis gelegt. Insbesondere hier in diesem Fall der Bischof aus Osnabrück, Berning. Und man hätte widerständiger sein können. Man hätte viel länger widerständiger sein können. Hitler war durchaus klar, gegen die katholische Kirche kann ich hier nicht arbeiten und argumentieren.
die muss ich irgendwie auf meine Seite kriegen. Und dann war das natürlich nachher auch in der Argumentation, ja, man hat den gemeinsamen Klassenfeind, der gottlose Bolschewismus, der muss bekämpft werden und so weiter. Aber es hat die Leute nicht geschützt. Und dann war es natürlich möglich, auch so ein Dorf irgendwie teilweise gewaltsam, teilweise auch durch Propaganda umzudrehen. Also die SA ging in die Kneipen und prügelte sich ins Dorf hinein und hat gesagt, wenn du nicht uns folgst, dann kriegst du welche drauf. Und der nächste Schritt war, den Schuldirektor auszutauschen. Dann kam ein nationalsozialistischer Schuldirektor, der auch noch den Namen Knackewefel trug, ja, und hat das Dorf natürlich verändert, indem er bei den Kleinen, bei den Jungen irgendwie Propagandaunterricht betrieben hat. Und die Kirche wurde in ihrer Bedeutung, in ihrer sozialen Bedeutung für das Dorf immer mehr beiseite gedrängt und verlor ihre Kraft. Und das daraus lernt man dann auch, wie dann so eine Generation von Volkssturm, obwohl der Krieg eigentlich schon verloren ist, immer noch glaubt, dieser Hitler sei der Größte. Mhm. Was man ja gar nicht kapiert, was man ja zunächst gar nicht verstehen kann. Und bei dem Jüngsten ihrer Brüder, bei Willi, wird es so gewesen sein, der leider mit 17 als noch nicht Erwachsener noch abgeholt wird am 1. Dezember 1944 und dann im April 1945 auch noch ums Leben kommt. Genau, das ist so eins der bedrückendsten Beispiele des Schicksals dieser vier Brüder, dass Willi wirklich auch noch auf den letzten Metern mit eingezogen wird. Wir haben Hans, der fällt, da weiß man's. Wir haben Alfons, da weiß man nichts über seinen Verbleib. Und das hat, glaube ich, an Enne sehr genagt, oder? Naja, sind sich am nächsten, die beiden. Mhm. Alfons ist ja nur 2 Jahre älter als Enne. Mhm. Meine Mutter ist am 1. August 1921 zur Welt gekommen. Alfons war Jahrgang 19 und hatte so eine schöne Leichtigkeit, hat auch irgendwie so schöne schwarze Haare gehabt, wie Mutter mir erzählte, war irgendwie so ein guter Typ und war einfach noch Teenager, als der Krieg losging, war und ging da irgendwie mit Lebenslust hinein und dachte, ach, das wird schon bald zu Ende sein. Und dann verändern sich plötzlich von dem Tag an, wo er in Russland ist, verändern sich die Briefe. Kriegen ganz andere Tonalität, werden kürzer, werden sachlicher, werden. Ja, das spürst du ganz deutlich, dass da irgendwo keine Perspektive mehr ist. Er hat irgendwie seine ganze Lebenslust, seine ganze Leichtigkeit plötzlich verloren und ist dann insgesamt, bevor er fällt, am 24.12. Heiligabend 1942 in der Nähe von Stalingrad, ist er einfach 2 Jahre nicht zu Hause gewesen. Das ist auch eine Verkümmerung der eigenen Seele, keine Nähe mehr zur Familie, keine Möglichkeit mehr seiner Freundin Clara, der er Briefe geschrieben hat, vielleicht mal das Händchen zu halten, die Schwestern in den Arm zu nehmen und all das. Und das ist diese tiefe Leere und Trostlosigkeit, die man aus den Briefen liest, aber auch das, was dann nachher bei Ende bei meiner Mutter zurückbleibt. Die wussten ja jahrelang nicht, was passiert war, bis 2003. Also diese Vorstellung vom 24.12.42, er galt irgendwann als vermisst. Ja. Vermisst. Was für ein Sehnsuchtswort eigentlich, wenn man das so im normalen Sinne betrachtet. Damals war vermisst einfach, ja, man weiß nicht, ist er in Kriegsgefangenschaft geraten, wo ist er jetzt eigentlich, jetzt ist er gefallen oder ist er in einer russischen Kriegsgefangenschaft verstorben. 2003 hat man ihn gefunden in einem kleinen Bunker in der Nähe von Gumrak. War bei Stalingrad so ein Behelfsflughafen und gleichzeitig war dort ein Feldlazarett. Und irgendwie muss sich Alfons, der wohl verletzt gewesen ist, dort hingeschleppt haben, ist dort am 24.12. gestorben. Und dann hat man ihn mit 33 anderen dann 2003 in diesem Bunker wiedergefunden. Also das machte der Volksbund, die suchen ja immer noch. Und das ist eine sehr schwierige Arbeit, aber sie haben dann tatsächlich anhand der Erkennungsmarke, die da war, Alfons wiedergefunden. Genau, und ich finde, du beschreibst es auch, die Briefe von Alfons, die sehr sachlich, berichtartig zurückgesendet werden in die Heimat, die unterscheiden sich enorm von denen von Franz. Ja, Franz schreibt hinreißende Briefe. Ja. Voller Mitgefühl. Ja, Franz ist mein Lieblingsonkel geworden. Ich habe jetzt meine Onkel erst richtig kennengelernt, muss man sagen. Ich kann es differenzieren, Hans, Franz, Alfons und Willi, das war mir vorher gar nicht so bewusst. Ja, also diese Feinheiten, die jetzt entstanden sind. Franz ist wunderbar. Franz ist, klar, ist der Älteste, aber wie das alles aushält. Ich meine, er
ist von Beginn an im Krieg dabei, alle 6 Jahre. Mhm. Nicht einmal Weihnachten zu Hause. Ja. Und dieses Mitgefühl, das er produziert als, und niederschreibt, der erste Brief im Oktober, nachdem Hans gefallen war, in der Nähe von Rzeszów, kurz vor Moskau, wie er das versucht, die Familie zusammenzuhalten, ist berührend, ist hinreißend. Und was ich natürlich mag und was ich spüre, der wollte nicht in den Krieg, der hat diesen Krieg für überflüssig gehalten und schimpft in seinen Briefen, dass schon der Militärhistoriker Jesünd Gneitzel hier aus Potsdam sagte, Mensch Beckmann, hier, Onkel Franz hat ja ganz schön was gewagt. Mhm. Es gab ja die Prüfstelle, die immer kontrolliert hat, was schreiben die da im Brief? Die wollten ja wissen, stimmt das mit der Moral noch der Truppe? Mhm. Und er hat immer geschrieben, wann hört der Schwindel hier eigentlich auf? Und hat dann auch wirklich dezidiert geschrieben, wie scheiße es denen geht und wie schlimm es ist. Mhm. Und ach, dieses Russland. Und ja, der ist mir natürlich ans Herz gewachsen. Und dann dieses Schicksal zum Schluss von Franz, dass er auch noch am 16. April ums Leben kommt, nachdem er kurz vorher im Oktober 1944 noch seine große Liebe geheiratet hatte. Das ist wirklich fürchterlich, vor allen Dingen, weil er in den Briefen ja seine Zukunft plant. Also wo werden wir wohnen, wo gehen wir hin, bittet die Stiefeltern auch um Geld, um sich nach dem Krieg endlich wieder ein Leben aufbauen zu können, wenn man wieder Mensch sein kann. Das fand ich eine extrem starke Formulierung. Mhm. Nach dem Krieg können wir wieder Menschen sein. Mhm. Das sagt, da steckt ganz viel drin, finde ich. Und mit dem Wissen, dass er diese Zukunft nicht haben wird, finde ich, das hat mir wirklich das Herz gebrochen beim Lesen, dass er diese Zukunft mit Enne, sie heißt ja auch Enne. Das ist auch Enne, das sind die zwei wichtigsten Frauen in seinem Leben, sind Enne und Enne, also seine Schwester Enne und seine Ehefrau Enne. Aber er hat es wirklich geschafft, er war an der Front und trotzdem hat er es in seinen Briefen geschafft, die Moral hochzuhalten. Ich finde, dieses Gefühl, es gibt ein Leben nach dem Krieg, das war immer sein Thema, auch das zu organisieren, und dadurch hat er die Familie auch zusammengehalten. Mhm. Oder auch die Erinnerung an Hans, nämlich da hatte er eine Tochter, eine kleine Tochter Inge, die, als der Papa fällt, etwas mehr als 3 Jahre alt ist, und hat gesagt, der hat uns ja was hinterlassen. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Familie zusammenbleibt. Inge, die kleine Inge gehört zu uns, und auch Lisbeth, seine Frau. Mhm. Ja, da kam alles anders. Genau, die haben in Leipzig gewohnt, die beiden. Ja. Enne und Lisbeth auch immer miteinander in Kontakt, haben versucht, immer Kontakt zu halten, aber das ist dann irgendwann weggegangen nach dem Krieg, ja. Mhm. Und das Schöne daran ist, dass es sich nach dem Mauerfall wiedergefunden hat. Es gibt dann doch ein paar Lebensgeschichten, die besonders sind, um es vielleicht zu erklären. Also Lisbeth, die Ehefrau von Hans und der gemeinsamen Tochter Inge, hat dann irgendwann während des Krieges, 2 Jahre nach dem Tod von Hans, dann neu geheiratet. Und der neue Ehemann war ein bisschen eifersüchtig und hat alles verschwinden lassen, was an Hans erinnerte, was ein bisschen traurig ist. So, und dann gehen die Jahre dahin nach dem Krieg. Meine Mutter gründet ihre eigene Familie. Und dann hat mein Vater einen guten Gedanken, als 1989 die Mauer fällt. Dann hat gesagt, Enne, wir müssen rauskriegen, wo ist Lisbeth? Vielleicht lebt sie ja noch. Und wo ist die Inge? Die muss doch jetzt groß sein, diese kleine Inge. Komm, wir machen das mal. Und dann hat er hier in Berlin ein bisschen rumgeschnüffelt auf der Ostseite und hat die ganz schnell gefunden. Und dann gab es ein großes Wiedersehen bei uns. Ich kann mich noch an diese Begegnung in der guten Stube bei uns zu Hause erinnern. Mhm. Und irgendwann ist Lisbeth dann gestorben. Aber es gab dieses Wiedersehen, was sehr schön war. Und damit auch die Erinnerung von Hans. Und der Mann von Lisbeth war dann auch irgendwann im hohen Alter nicht mehr so eifersüchtig. Mhm. Und so, aber wer heute noch lebt und 83 ist, ist Inge. Die kleine Inge ist heute 83, die im Buch 3,5 ist. Lebt in der Nähe von München bei ihrer Tochter. Und ich bin jetzt natürlich ganz gespannt, wie sie diese Geschichte, das Buch aufnimmt. Ja. Hat sie da auch mitgewirkt in irgendeiner Art und Weise? Ja, ich habe mit ihr ein paar Mal telefoniert und ich habe da nochmal nachgefragt, gibt es irgendwelche Unterlagen? Mensch, bitte, bitte, Inge, guck nochmal nach, irgendwas, was an Hans erinnert, irgendetwas muss doch da sein. Ach, der Randall, ich habe nichts. Gar nichts. Ich habe nichts, weil mein Stiefvater war so eifersüchtig, der hat alles vernichten lassen, was an Hans erinnert. Er wollte keine Erinnerung an seinen Vorgänger. Und das tut mir natürlich auch weh, aber es war so. Auch sie hat natürlich keine bewusste Erinnerung. Sie war 3,5, als Hans in Rzeszów ums Leben kam am 23. September. Das ist wirklich bitter, aber trotzdem haben wir glücklicherweise im Buch einige
Abbildungen von... Ja, es gibt ein paar Fotos. Genau, und es gibt vor allen Dingen auch eine Fotomontage der vier Brüder, die Enne hat anfertigen lassen und die immer bei euch im Wohnzimmer hing und seinen besonderen Platz hatte. Ja, das ist so, weißt du, das war bei uns für mich als Kind erstmal ein bisschen komisch. Da hängen immer vier etwas dunkle Figuren. Mhm. Und alle vier in Uniform. Das wissen das. Als kleiner Junge guckst du ein bisschen drauf. Aha, das ist Krieg. So sieht also Krieg aus. Und später war mir klar, meine Mutter hatte eine Fotomontage machen lassen. Das waren alles Einzelfotos. Und sie hatte sie auf diesem Foto wieder vereint. Die vier Brüder. Franz, Hans, Alfons und Willi. Und dieses Bild war nicht nur in einem Zimmer bei uns. Ich kann mich erinnern, das stand noch, glaube ich, in zwei anderen Zimmern ebenfalls. Die waren also immer präsent. Und Weihnachtsfeste bei uns zu Hause waren nicht unbedingt immer fröhlich, weil dann kam bei meiner Mutter auch schon mal so ein melancholischer Schub. Die Erinnerung an die vier Brüder, dann hat sie viel über die geredet und dann flossen einige Tränen und dann hat sie mit ihrem Herrgott trotz aller Gottesfürchtigkeit auch mal geschimpft und geflucht, wie es angehen kann, dass ihr Herrgott ihr so viel nehmen konnte. Aber das Gute letztendlich, und das ist vielleicht auch der kleine Unterschied und möglicherweise auch der Grund, weshalb ich dieses Buch schreiben konnte, dass Mutter viel darüber erzählt hat. Mhm. Ich habe mit ihr noch Gespräche geführt, ein paar Aufzeichnungen gemacht. Aber sie hat vorher auch schon immer diese vier Brüder präsent sein lassen. Das ist das Gute. Mein Vater war da zunächst etwas anders. Der hat, wie so viele, die aus dem Krieg kamen, nicht geredet. So, erst später hat er sein Herz aufgemacht. Dann hat er auch noch ein paar Gespräche geführt. Was glaubst du, woran das gelegen hat, dass Enne da euch gegenüber so offen gewesen ist, was passiert ist? Weil üblich ist es ja leider in vielen Familien wirklich nicht gewesen, dass so offen über den Krieg geredet wurde. Meine Mutter hatte eine große Sehnsucht, ein großes Bedürfnis, ihre eigene Familie, also die, da, wo sie herkam, aus diesem Ort, irgendwie doch noch leben zu lassen, obwohl ihre eigenen Eltern ja so früh gestorben war. Sie hat eine Stiefmutter, einen Stiefvater, sie hat eine Halbschwester und die anderen vier kamen nicht zurück. So, aber für sie war es wichtig, uns zu erklären, das ist Wellinghorsthausen, da bin ich aufgewachsen. Wir sind oft im Sommer hingefahren. Ich habe auch einige Sommer dort verbracht, also als Jugendlicher. Und so, das war ihr wichtig. Das ist, weil ihre eigene Identität, ihre eigene Geschichte, die wollte sie nicht vergessen machen. Sie wollte das irgendwie am Leben erhalten und deshalb hat sie viel darüber geredet. Und zudem war sie so ein offener Typ, die hat sich, glaube ich, damit auch selber ein bisschen geholfen, indem sie darüber geredet hat. Was Therapeutisches. Fast, ja, das wusste sie nicht, dass es vielleicht ein therapeutischer Vorgang war, aber es hat ihr gut getan. Ne? Mhm. Und wir haben auch gern zugehört, weil das so besonders war, weil es so anders war. Und wenn wir dann in diesem Dorf waren, in diesem wahnsinnig katholischen Dorf, da, der landschaftlich hinreißend da neben dem Teutoburger Wald liegt, dann hatte das schon eine Gemütlichkeit und eine Atmosphäre, die, das konnte ich nachvollziehen, dass dieses Schusterhaus gibt es heute noch. Ach. Ja, das ist ein Haus wie aus einer anderen Zeit, aus einer anderen Welt. Das gibt es immer noch. Die Tochter meines Cousins lebt da drin und man kann an manchen Ecken in diesem Haus wirklich noch schnüffeln und gucken. Ich bilde mir mal ein, es riecht immer noch nach Kleber und nach Leim und nach Leder. Ja, das kriegt man nicht aus der Nase. Ich kenne das noch als Kind, die Schusterwerkstatt ihres Stiefvaters und so. Das ist alles noch da. Das ist alles noch, man riecht ja auch Erinnerungen. Das ist ja nicht nur das Bild, man riecht es ja auch. Absolut, ja, ja. Also mit einem Geruch werden im Kopf direkt irgendwelche Bilder geweckt. Hast du jetzt viel dort? Ich war jetzt ein paar Mal da, natürlich zum Recherchieren. Ich habe erst mal so ein halbes Jahr reine Recherchearbeit gemacht, viel gelesen nochmal. War mehrmals in Wellinghorsthausen, habe mich mit lokalen Historikern getroffen, mit älteren Leuten, die auch noch ein bisschen mehr wussten, auch noch Unterlagen hatten, bin auf einem Dachboden bei einem Bauern rumgekrochen, der noch alles da oben abgespeichert hat, habe ich auch noch ein paar Sachen gefunden. Dann habe ich einige noch Zeugen der Zeit getroffen, die gar nicht mehr in Wellinghorsthausen leben, die aber eine brillante Erinnerung hatten. Also ja, da muss ich einen Namen nennen, Anneliese Birke. Anneliese war die jüngste Tochter des befreundeten Schusters, des Konkurrenten sozusagen im Dorf. Aber die Schuster mochten sich untereinander. So, und die Anneliese hat eine so brillante Erinnerung. Die konnte mir, die lebt jetzt in Lübeck dann, die wird jetzt 90, glaube ich, konnte mir dann genau sagen, was der Priester Pastor Riese dann an der Stelle an dem Tag gepredigt hat oder gesagt hat, oder welches Gebet sie aufsprechen musste, als der Bischof kam.
es war zu komisch. Dann stellte sie sich in den Raum zu Hause hin und trug es mir richtig vor. Ich habe dann das Handy angeschaut. Anneliese, warte, ich muss das aufzeichnen. Und dann hat sie das vorgetragen, wie damals als kleines Kind. Mhm. Text genau. Und das war für mich natürlich ein Geschenk. Ja. Und sie hatte auch ganz präzise Erinnerungen, wie wer so war und hatte diesen Knackewefel auch erlebt, diesen Schuldirektor, und hat den noch mal so ganz dezidiert und fein mir geschildert, sodass ich das gut beschreiben konnte. Anneliese taucht auch im Buch auf in einer Szene, als nämlich die Frau des Schuldirektors, Frau Knackewefel, das Bettzeug, also die Laken und die Kopfkissen zum Trocknen auf die Leine hängt, so geht sie als kleines Mädchen dorthin und grüßt jedes Kopfkissen und jedes Bettlaken ab mit Heil Hitler. So als das war fast ein kabarettistischer Vortrag, also von ihr. Aber das ist zu komisch. Und diese Anneliese ist, ja, hat eine so präzise, geniale Erinnerung, die hat mir sehr geholfen. Also Anneliese ist mir auch im Kopf geblieben. Mhm. Sie ist, taucht nicht viel auf, aber dieses achtjährige Mädchen, wie es da salutiert, das ist wirklich, deswegen bei mir sind sehr viele filmische Bilder direkt im Kopf entstanden während des Lebens, natürlich durch die Briefe auch, weil sie so persönlich geschrieben sind. Also du hast dich jetzt bei der Aufforderung deiner Mutter, mach was draus, für dieses Buch entschieden. War das von Anfang an klar, dass das so die Form sein wird, in der du die Geschichte erzählst? Nee, ich habe mich da echt reinschreiben müssen. Mhm. Also ich wusste es zunächst nicht. Ich habe angefangen am 21. Februar des letzten Jahres und habe dann 3 Tage später irgendwie gemerkt, oh Gott, was ist denn jetzt los? Als die Wirklichkeit dann reinschlug und am 24. Februar der Ukraine-Krieg begann, dachte ich, mein Gott, jetzt ist das ja wieder die gleiche Situation. Und dann tauchten auch noch die gleichen Orte auf, Mariupol und Rostow. Da habe ich doch gerade jetzt drüber recherchiert und das wird doch im Buch gleich eine Rolle spielen. Das war erstmal ein Schock, das muss ich dazu sagen. Und dann habe ich so 6 Wochen gebraucht, um überhaupt meinen Weg, meinen Stil zu finden. Und dann habe ich, okay, irgendwann klar, ich werde es nicht in Perfekt schreiben, sondern in Präsenz, in der Gegenwart. Und werde versuchen, so daraus eine Erzählgeschichte zu machen. Und dann im zweiten Teil versuchen, die Briefe immer so als Geschichte zu formulieren. Also immer so in kleinen Bruchstücken einbauen und drumherum die Geschichte bauen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, stell dir vor, du bist wieder im Schneideraum, wie wenn du deine Dokumentation, deine Filme machst. Und das hat mir geholfen, das so ein bisschen szenisch zu denken, damit auch der Leser sozusagen das gut mitverfolgen kann. Und gleichzeitig auch die politische Entwicklung in diesem neuen Deutschland nach dem Ende der Weimarer Republik nachverfolgen kann. Das Buch beginnt ja am 1. August 1921 mit der Geburt meiner Mutter und endet 1946, wenn sie dieses Dorf verlässt, sich aufmacht, 100 Kilometer weiter nördlich, in eine andere katholische Gemeinde geht. Auch eine sehr, sehr katholische Gemeinde und dort meinen Vater kennenlernt. Und da endet das Buch. Ja, ja, und irgendwann hatte ich danach 6, 7 Wochen die Form raus und dann war ich mir auch sicher. Aber ich habe trotzdem auch erfahren müssen, dass Schreiben, Buchschreiben eine einsame Sportart ist. Das ist einfach so. Man ist sehr viel mit sich selbst allein und sehr viel mit sich selbst auch in einer Auseinandersetzung. Und ich habe teilweise auch nicht mehr gut geschlafen, bin dann nachts um 4 aufgestanden, weil ich merkte, das hat gar keinen Sinn. Meine Onkel gehen mir so durch den Kopf, die tanzen ja während des Schlafs bei mir weiter, ja. Und dann bin ich aufgestanden und weitergeschrieben. Irgendwann war ich so erschöpft, so am Ende, dass ich wirklich deshalb eine Pause einlegen musste, weil es ging nicht mehr. Da habe ich 5, 6 Wochen gar nicht geschrieben im Sommer, bin weg und habe mich versucht, gar nicht damit zu beschäftigen, nur was anderes zu machen. Musik gemacht, Musik gespielt, war nicht in Deutschland und so, um dann wieder frisch anzufangen. Das war bitter nötig. Also ich habe das erfahren, was viele Autoren auch kennen und ich habe da immer von gehört, wenn Ferdinand von Schirach erzählte, wie grauenhaft manchmal das Buchschreiben ist, wenn der hat so ein Bild dafür, ja, es ist so, Pech hängt unter der Decke und das tropft so mal runter. Ja, das, so schlimm war es jetzt nicht, aber ich bin da auch an Grenzen gekommen, die ich vorher nicht so kannte, das muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat natürlich auch was damit zu tun, dass es ja die eigene Familiengeschichte ist und man kann ja nicht beim Schreiben der Familiengeschichte so tun, als wenn man damit nichts zu tun hätte. Man kann ja nicht so tun, als stünde man irgendwie außerhalb des Ganzen. Deshalb habe ich auch meine eigene Position und meine eigene Geschichte hier und da mit eingebaut.
du hast die Geschichte der vier Brüder auch in eine andere Form gebracht, in Form eines Liedes. Mhm. Wie unterscheidet sich das von der Herangehensweise? Also du machst natürlich mit deiner Band viel Musik, mhm. aber auch da ist es natürlich besonders persönlich. Und wie unterscheidet sich das zum Schreiben eines Buches? Nun ist der Song Vier Brüder, mit dem alles begann, mhm. natürlich, muss man sagen, eine Ausnahme. Wir schreiben ja nicht immer nur so, oder ich schreibe nicht immer nicht nur so diese schweren Texte, sondern es gibt auch leichte und launige und lakonische Formen des Textschreibens. Und beim Songschreiben sucht man ja immer nach starken Bildern, die so irgendwas erzeugen. Ja, und das ist nicht so einfach. Also ich kann zum Beispiel nicht Songtexte auf Kommando schreiben. Es gibt so Momente, wo mir eine Zeile einfällt, an der ich dann weiterarbeiten kann. Mhm. Manchmal gibt es so einen Abend, wo einfach eine Stimmung dazu da ist, jetzt einen Text zu schreiben oder einen Song auch musikalisch zu schreiben. Und bei Vier Brüder weiß ich noch, das Bild, eine Hand hat fünf Finger, wenn vier fehlen, ist das noch eine Hand. Das war so ein Ausgangspunkt. Und kann ich den Begriff Mörderland jetzt einbauen oder nicht? Was erzeugt dieser Begriff? Und habe mich dann doch dafür entschieden. Das braucht auch seinen Weg. Das Gute an den Vier Brüdern ist, dass nach dem Auftritt, den wir im Bundestag hatten bei der Gedenkfeier zum Volkstrauertag, wo wir für den Volksbund gespielt haben, nach der Rede des Bundespräsidenten, ja, daraus irgendwas nochmal zusätzlich entstanden ist. Erst war das Video und die ganzen Reaktionen im Netz, die da mir schon das Gefühl gaben, aha, das ist Thema noch in so vielen Familien. Und nach dem Auftritt im Bundestag kamen dann zwei Buchverlage zu mir und haben gefragt. Und dann dachte ich, so, jetzt ist der Zeitpunkt. Jetzt kannst du dich nicht mehr verstecken, Beckmann. Jetzt musst du irgendwie Linie zeigen und du musst das Buch schreiben. Ich wollte das Buch eigentlich immer schreiben, habe mich aber nicht so richtig getraut. Mhm. Aber das war der Punkt, da konnte ich nicht mehr kneifen. Und ich kann von einer Situation ja nochmal schildern. Also 2004, ich kann mich noch erinnern, Wiebke Bruns war zu Gast, hatte ihr Buch über ihren Vater geschrieben, mhm. der ja eine ganz andere Herkunft hat. Dieses Jahr die Geschichte einer ganz einfachen Schusterfamilie aus einem kleinen Dorf. Der Vater von Wiebke Bruns war damals sozusagen in der obersten Linie der Heeresführung. Adel, deutscher Adel, ja, und schon im Ersten Weltkrieg engagiert. Und dann haben wir nach dem Besuch immer zusammengesessen. Ich war zweimal bei mir zu Gast, einmal mit ihrer Tochter, einmal allein. Und wir haben über ihre Familiengeschichte gesprochen. Und nach der Sendung, nach der Aufzeichnung haben wir dann mal geredet und dann kannte sie auch die Geschichte, die Verlustgeschichte von Enne und also die Geschichte meiner Familie. Und Wiebke Bruns hat immer gesagt, Reinhard, du musst das irgendwann aufschreiben, du musst irgendwann ein Buch schreiben. Aber wie gesagt, das hat von 2004 bis jetzt dann doch noch mal ganz schön lang gedauert, 18 Jahre. Und ja, aber das war jetzt ein wichtiger Prozess. Ich bin aus allen anderen Tätigkeiten rausgegangen, habe bei mir in der Fernsehproduktion in der Firma gesagt, Leute, ich bin jetzt mal weg. Mhm. Ein Tag die Woche maximal bin ich da und sonst schreibe ich jetzt endlich das Buch und habe auch andere Sachen runtergefahren, das Leben verändert. Man muss in so einen Tunnel gehen, das geht nicht anders. Man kann so ein Buch nicht nebenher schreiben. Hat dich die Arbeit am Buch selbst auch verändert? Ja, das schon. Ich bin froh, dass das nochmal so eine Konzentration war und dass ich mir diese Zeit genommen habe, mich nochmal mit meiner eigenen oder der Familie meiner Mutter zu beschäftigen. Das hat mir auch gut getan in dieser Intensität. Es hat mich auch nochmal mit meinem Bruder näher zusammengebracht und auch mit anderen in unserer Familie, die darüber sehr glücklich sind, dass sie jetzt mehr erfahren nochmal von dem, was damals war. Und es hat mich nochmal bestärkt, dass für wirklich wichtige Dinge man auch die große Konzentration braucht. Das heißt, sich verschließen mit etwas, irgendwie in so ein Labor des Denkens zu gehen, mhm. dass das gut tut. Und da kommt was bei raus. Und ja, das hat mich nochmal bestärkt, dass dieses Arbeiten, so hart es ist, aber auch am Ende eine große Befriedigung ist, weil du hast dann was tatsächlich zu Papier gebracht. Es hat mich in manchen Momenten daran erinnert, so wenn man im Schneideraum sitzt und ein Film ist nicht so einfach zu montieren, weil man noch nicht weiß, wie baust du die Dramaturgie jetzt so eines Themas oder so. Aber dieses war ungleich intensiver, viel, ja, viel kraftraubender, viel intensiver in jeder Hinsicht. Dadurch, dass es persönlich war?
Und dadurch, dass so ein Buch ein anderer Schnack ist, als einen Film zu machen, muss ich auch sagen. Ist das so? Ja, ein Buch verlangt mehr Kraft, mehr Konzentration, mehr Eindringen noch als eine Doku kann das auch haben, wenn du erstmal Recherche machst und dann drehst und dann im Schneideraum sitzt. Aber ich habe dies noch als kraftraubender und ja, aber auch im Guten als intensiver empfunden. Und warum hast du dich dann wirklich für die Buchform entschieden? Weil es hätte ja genauso gut eine filmische Dokumentation werden können. Die wäre nicht mehr möglich gewesen nach dem Ukraine-Krieg, dann hätte ich einpacken müssen, weil ich gar nicht zu den Dingen hätte vordringen können. Ich wollte ja zum Beispiel auch dann noch nach Russland reisen, um möglicherweise zu gucken, wo ist das in Rzeszów passiert, in Lunevo, da wo Hans gefallen ist, oder um mir auch nochmal den Teil unterhalb von Königsberg in Fischhausen genau anzugucken. Das wäre gar nicht so möglich gewesen. Ich hoffe, dass irgendwann die Situation so ist, dass man ganz entspannt wieder dorthin fahren kann und ich mir diese Orte noch anschauen kann. Das Buch war genau richtig so und nicht der Film. Es war auch richtig so, dass ich mein eigentliches Handwerk verlassen habe, das des Filmemachers, und jetzt mal einen anderen Weg gegangen bin. Und glaubst du, was also beim Lesen, was mich daran so gefesselt hat, gerade was die Thematik anbelangt, dass es eben persönliche Schicksale sind. Das ist anders als in einem Geschichtsbuch, wie man das in der Schule eben wahrnimmt. Das ist sehr faktisch. Der Schrecken der Nazi-Zeit, der transportiert sich schon, aber nicht in einer solchen Intensität, wie es so eine persönliche Geschichte schafft. Und ich glaube persönlich auch, dass es ein sehr guter Zeitpunkt ist für so ein Buch. Mhm. Und ich finde es auch wichtig, dass wir sowas haben, weil irgendwann haben wir wirklich die Situation, dass wir keine Zeitzeugen mehr haben. Ja, ich habe damals, als die, wann war das, 2013, unsere Mütter, unsere Väter von, als Nico Hoffmann das produziert hatte und gab es eine große Diskussion, kann man das so darstellen, und da war Frank Schirmacher, der damalige Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, auch zu Gast bei mir in der Sendung. Wir haben viel darüber diskutiert. Und die Frage muss man sich auch selber stellen, wenn man da auch drüber urteilt. Was hätte ich gemacht? Ja. Was hätte ich gemacht, wenn ich 1939, 20 Jahre alt gewesen wäre, wie mein Onkel Alfons? Mhm. Ja, wie hätte ich mich verhalten? Ich, als Kind, als Junge vom Land, begrenzte Bildung, gar nicht wissen, was Demokratie ist. Okay, da ist ein bisschen die Weimarer Republik, ja, eine chaotische Republik, alle paar Monate ein neuer Kanzler, andauernd wird neu gewählt, Wirtschaftskrise auf Wirtschaftskrise. So, was hätte ich gemacht? Hätte ich widerstanden? Hätte ich desertiert? Wäre ich abgehauen? Wenn man jetzt wirklich auf das guckt, was die Jungs erlebt haben und wie sie sich verhalten haben. Also, man muss ja wissen, dass Hitler hat ja nicht Krieg geführt mit 17 Millionen Nationalsozialisten. Das waren ja nicht 17 Millionen Nazis. Aber Hitler hat es geschafft, meine Onkel und viele andere auch zu Dienern dieses NS-Staates zu machen. Und gern hätte ich natürlich mit meinen Onkeln darüber mal geredet. Ich kann es nicht. Und sie schreiben auch über dieses in den Briefen natürlich nur ganz, ganz wenig, weil sie auch wissen, ja, dass diese Briefe geprüft werden von der Prüfstelle. Die wollten immer gucken, wie ist die Moral in der Truppe? Was schreiben die da eigentlich? Franz schreibt ja Dinge, wo man, dem war das scheinbar schnurzegal. Der war so irgendwie durch mit dem Krieg, dass er immer wieder geschrieben hat, wann hört dieser Schwindel endlich auf? Aber Franz, Hans, Alfons und Willi waren ja einfache Jungs vom Land. Das waren ja jetzt keine Supersoldaten. Aber, das muss man auch sagen, sie waren Teil des Systems. Sie waren Teil eines Vernichtungskrieges. Und ich frage mich natürlich auch an mehreren Stellen im Buch, was haben meine Onkel gesehen? Was haben sie gewusst? Insbesondere Hans am Anfang, als er mit seiner Division in Polen unterwegs ist. Und der muss doch irgendwie gesehen haben, dass in den Dörfern, wo sie waren, nach ihnen immer die SS eingerückt ist und die jüdische Bevölkerung ermordet hat. Und ich hätte gern mehr darüber gewusst, aber sie schreiben nicht darüber. Das ist und ich hätte gern mit Ihnen darüber geredet. Und das bleibt natürlich als Frage, als nicht gelöstes so Missgefühl zurück. Ja. Nun haben wir nicht nur den Ukraine-Krieg, sondern auch
europaweit und fast auch weltweit die Situation, dass sich rechtskonservative Parteien immer weiter nach oben arbeiten. Wir haben jemanden wie Gauland, der den Nationalsozialismus als Vogelschiss bezeichnet. Mhm. Und wir haben, glaube ich, auch eine sehr verunsicherte Jugend. Und was würdest du einem Jugendlichen mit auf den Weg geben, jetzt über die Arbeit an dem Buch, was vielleicht seine Meinung oder seine Unsicherheit, wie es mit dieser Welt weitergeht, mit Blick auf rechtskonservative Strömungen, was vielleicht seine Meinung ändert? Wir haben ja nicht nur rechtskonservative Strömungen, wir haben auch rechtsradikale Strömungen. Mhm. Ich finde ja das, was sich da gerade abspielt, 22% AfD, zum jetzigen Zeitpunkt, das muss man ganz kritisch angucken. Und das, bevor wir über die Jugendlichen reden, vielleicht noch ein Aspekt vorweg. Man darf das nicht so, wie Olaf Scholz das tut, auf die leichte Schulter nehmen. Mhm. Dadurch bestärkt man den Frust derer, die mit dem Kreuz bei der AfD der Regierung einen Denkzettel geben wollen. Das ist, man kann nicht sagen, das ist die schlechte Laune-Partei. Immer die, die jetzt sozusagen aus dieser eigenen Frustration heraus dieser Partei womöglich die Stimme geben, um der Regierung diesen Denkzettel auch zu verpassen, da potenziert man den Frust. Und das, finde ich, ist eine völlig falsche Beschreibung, eine völlig falsche Verhaltensweise des Kanzlers. Und man muss das ernst nehmen, jetzt auch Gerhard Baum, von wirklich der ehrenwerte, guter alte Mann der FDP und einem Bürgerrechtler in jeder Hinsicht, hat er gesagt, Mensch, da findet gerade eine Radikalisierung der Mitte statt, wie wir das lange, lange nicht mehr hatten. Es geht darum, auch die Leute wieder für die Demokratie zu gewinnen. Und das ist im Moment, glaube ich, der Schwachpunkt bei uns, wo der Glaube, dass die Demokratie wirklich ein großartiges System sein kann, das auch mit einer wirklichen sozialen Verantwortung für jeden dasteht, eben nicht mehr gut gemanagt wird. Das ist so das, was der Frust der Leute ist. Und was die Jugendlichen betrifft, es geht darum, nochmal wirklich Beispiele zu liefern, wie damals das auch möglich war, dass Hitler sich ermächtigen konnte. Es hatte was natürlich damit zu tun, dass diese Weimarer Republik eine sehr fragile Demokratie war und den Leuten noch immer wieder Enttäuschung vorgelebt hat, weil wirtschaftlich die Dinge nicht funktionierten, weil die Demokratie in sich nicht funktionierte, andauernd musste gewählt werden, andauernd gab es einen neuen Kanzler. Also jetzt sollte man unsere Demokratie, die gerade etwas schwächelt, nicht mit der Weimarer Republik vergleichen. Also da haben wir schon eine andere Geschichte, eine andere Stärke, eine andere Kraft. Aber trotzdem ist es nochmal gut, dahin zu gucken. Ich habe diese Debatten ja mit meinem Vater geführt. Mhm. Und als ich 16, 17, 18 war, wir haben uns da schwer auseinandergesetzt und habe immer gefragt, Vater, wie konntest du nicht wissen, was der Hitler da eigentlich vorhat? Vernichtungskrieg gegen Polen, gegen Russland und all das. Ihr müsst doch gemerkt haben, was der Hitler für Böses dachte und plante. Er hat immer geantwortet, doch einfach, was glaubst du eigentlich? Der hat ja alles hingekriegt. Der konnte doch übers Wasser gehen. Wir glaubten doch, der kann alles. Ich meine, du musst doch wissen, Arbeitslosenzahl 7-8 Millionen und dann plötzlich hatten alle wieder einen Job und wirtschaftlich lief es plötzlich wieder. Ja, und dann haben wir gedacht, der kann alles. Dann holt er auch noch Österreich zurück und die anderen Maßnahmen. Auf einmal funktionierte doch alles. Wir dachten, der kriegt alles hin. Hat doch keiner geglaubt, dass der so einen Vernichtungskrieg machen würde. Und dann habe ich jetzt beim Recherchieren auch noch mal ein bisschen Sebastian Haffner gelesen, der nun einige kluge Bücher darüber geschrieben hat. 1978 hat er das Buch geschrieben, Anmerkungen zu Hitler. Und da gibt es eine Passage, die hätte ich gern schon mal früher lesen sollen. Mhm. Dann wäre die Debatte mit meinem Vater vielleicht auch anders gelaufen, nicht so scharf gelaufen. Und das sagte er damals, erforderte es aber ganz außerordentlichen Scharfblick und Tiefblick in Hitlers Leistungen und Erfolgen, schon die verborgenen Wurzeln der künftigen Katastrophe zu erkennen und ganz außerordentliche Charakterstärke, sich der Wirkung dieser Leistung und Erfolge zu entziehen. Ich meine, das ist es eben, der Punkt, den mein Vater, da ist er auch reingefallen. Mhm. Und die Zeiten zuvor waren so entbehrungsreich. Man wollte jetzt einfach an den Fortschritt glauben, man wollte wieder jemand sein. Ja. Und diese Enttäuschung vom Ersten Weltkrieg, ja, der Versailler Vertrag, das saß ja auch noch tief, die waren alle der Meinung, ja, das war doch ungerecht, was man den Deutschen angetan hat.
die wirklich zum alleinigen Verlierer dieses Ersten Weltkriegs zu machen. Ja. Das saß ja ganz tief und darauf fußte sozusagen die ganze völkische Rhetorik natürlich auch des Adolf Hitler. Wenn man das jetzt auf heute bezieht und sich die AfD anguckt, die am wesentlichen in der Führung so extrem ist, so völkisch veranlagt ist, witzigerweise von Menschen, die ja größtenteils aus dem Westen kommen, gar nicht mal aus dem Osten, was immer so oft erklärt wird, was ja falsch ist. So, dann muss man an dem Punkt wirklich vorsichtig sein und genau hingucken. Und ja, und dann darf diese Regierung das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und dieser dauernde Streit zwischen Grün und FDP und FDP und Grün, ja, dieser Zweikampf da zwischen Habeck und Lindner, ey, wenn die Leute wollen das nicht. Die wollen, dass ihr Leben gemanagt wird, dass man sicher sein kann, dass die Dinge funktionieren. Also was schön ist, meiner Meinung nach, ist eine Studie zeigt, dass in den jungen Altersgruppen das Interesse an der Zeit des Nationalsozialismus sehr groß ist. Und ich glaube, das Wissen über Detailfragen ist teilweise noch ausbaufähig. Und ich glaube tatsächlich, als ich Schülerin war, dieses Buch hat mir enorm geholfen, das besser zu verstehen, die Zeit und auch die Bedeutung dafür. Und deswegen glaube ich, um zum Abschluss zu kommen, dass Enne und ihre Brüder die Geschichte der Mutter von Reinhold Beckmann ein unfassbar wertvoller Beitrag ist, gerade in dieser Zeit. Und ich bedanke mich recht herzlich für dieses tolle Gespräch und empfehle allen dieses Buch. Stefanie, vielen Dank. Ganz nett. Ja, wäre toll, wenn das passiert. Also ich glaube auch, dass wir da irgendwie, wir brauchen nochmal ein Denken zurück. Wir müssen uns das nochmal angucken, gerade aufgrund der Umstände in der jetzigen Zeit.